Das sind News auf TVO. Nachdem der Innerrhoder Grossrat gestern den 41 Millionen Franken Kredit für das Gesundheitszentrum plus das Appenzell gut geheissen hat, kommt der Neubau vom Spital im Frühling vor die Landsgemeinde. Trotzdem ist das Projekt nach wie vor umstritten, und zwar so fest, dass Grossratsmitglieder jetzt befürchten, dass die Landsgemeinde Nein sagt, gerade weil der Grossrat die Maximalvariante abgesegnet hat. Max Iger. Das neue Gesundheitszentrum Zappenzell ist ein heisses Eisen. Gestern gibt der Grossrat vom Kanton Appenzell-Innerrhoden grünes Licht für die 41 Millionen für die Maximalvariante mit der umstrittenen Stationärabteilung als Ersatz für das Altspital. Auf der Gewinnerseite ist der Rudi Eberle. Er ist vor allem froh, dass jetzt das Volk das letzte Wort hat. Für mich ist absolut der richtige Entscheid. Auch wenn ich jetzt ein Gegner wäre von der ganzen Angelegenheit, also von dem APC Plus, dem stationären Teil, finde ich es richtig, dass es an die Landsgemeinde kommt. Ein gefährliches Spiel, findet Rosalie Manser. Sie befürchtet, dass die Landsgemeinde gerade das ganze Projekt den Bach abschicken könnte, weil die Maximalvariante mit den 41 Millionen ein zu grosser Brocken ist. Innerrhoden würde so zumal ganz ohne Spital dastehen. Das alte Spital müsse nämlich so oder so zutun, unabhängig davon, ob das neue Gesundheitszentrum gebaut wird oder nicht. Ich habe Befürchtung, dass so, wenn wir mit dem Projekt jetzt so an die Landsmann gehen, und das ist ja jetzt so, dass da nicht mehrheitsfähig ist, so wie es sich jetzt präsentiert. Und dann sich eine Mehrheit gegen ein Spital generell aussprechen will. Ob die Appenzellerinnen und Appenzeller im Frühling an der Landsgemeinde ihre Spital tatsächlich begraben, kann man heute aber noch nicht sagen. Die Meinungen auf der Strasse gehen auseinander. Wir müssen auf das Vermögen. Ist sicher kostintensiv. Und die Appenzeller gehen lieber hier zu Appenzell sterben, nicht zu Herisau und nicht zum Gallen. Wir sind mit der Heimat verwurzelt. Ich bin bestens behandelt worden im alten Spital. Und ich denke, von den leeren Zimmern her hat es also noch nicht unbedingt nötig, ein neues Gesundheitszentrum. Also ich denke, nicht, es brauchen wir, aber ich denke, einfach das Plus ist einfach ein bisschen zu teuer. Ob jetzt Gesundheitszentrum mit Plus, also stationärer Abteilung, oder ein Appenzell ohne irgendeine Art von Spital, das zeigt sich dann an der Landsgemeinde im Frühling.